So, weiter geht's mit dem Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Brasilien. Vorletztes die Saison. Also, es wird nochmal spannend. Willkommen zum Qualifying hier in Interlagos, wo die Autos gerade auf eine zweifellos wichtige Trainingssession zusteuern. Denn hier in Brasilien muss wirklich alles passen. Hm. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. So, genau so ist es. Ja, wir fahren trotzdem auf Trocken. Irgendwas müssen wir anders machen als die alle anderen, um vielleicht noch eine Möglichkeit zu haben, nach vorne zu fahren. Auf geht's. So, auf geht's. So. Erste Zwischenzeit Bottas 1:10,7. Das ist schon eine harte Nuss, die Zwischenzeit. Vettel unterbietet sie. 1:10,4. Es wird wahrscheinlich sogar noch schneller werden als hier, als die Konkurrenz. Das wäre vor allen Dingen nicht ganz unwichtig. Yes! 1:09. Halbe Sekunde. So. We have two laps of fuel remaining. Fahren jetzt in die Box. So, gucken.
So, eine kleine Pause, bis der zweite Versuch kommt. Best lap so far is a 1:09.9. We're 20th in the speed trap, 331.2 kilometers per hour. Doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there. We're 20th in the speed trap, 331.2 kilometers per hour. So, ja, ich sehe gerade nur Platz 2 momentan. Das ist nicht gut. Kann sich aber wieder ändern. Dann ist hier Ruhe, ne? Ne. Einer ist auf der Strecke. Hat er noch keine Zeit? Oder warum nur P11? Doch, hat er.
Das ist ein zweiter Versuch. Gut, dann fahren wir auch raus. Dann fahren wir auch mal raus. Ah, Bottas hält die Zeit auf 3. Jetzt mit dem zweiten Versuch auf 3. Für den ist, glaube ich, die Pole auch abgefahren. Oder fährt er nochmal einen zweiten Versuch? Wir fahren uns unseren zweiten. Wir wollen natürlich die Pole holen. Wird nicht reichen. Na, Vegas-Hähnchen, können wir nochmal einen zweiten Versuch wagen auf dem Reifensatz? Schön im Weg gestanden. Das könnte aber versuchen, kann man es mal versuchen. Bestzeit. Aber reicht es? Aber reicht es? 2 Minuten 40 noch. Gelb löst sich uns aus. Oder wir nehmen es ein bisschen raus. Vielleicht können wir ein bisschen bremsen, sonst könnte vielleicht reichen. Na, bei den zwei Autos hinter mir im Weg nicht im Weg stehen. Das ist ein Williams und ein Haas. Ja, passt. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube nicht, dass es reichen wird.
So. Das wird knapp werden. Beide Mercedes haben es irgendwann so verkackt. Der Teamkollege. Das Qualifying ist beendet und reicht nicht. Einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Gasly und Richter. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Die zwei Red Bull hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm drauf. Die stellen sich natürlich jetzt vorne in die erste Reihe direkt. Naja. Wir müssen nicht von denen schauen, wir müssen nicht gucken, was wir machen. Erstmal unsere Aufgaben machen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Naja. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. So, machen wir das so. Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? So, ganz einfach. Danke für den Kommentar. Die Gridstrafe ist eh berechtigt, weil wir neue Teile drin haben. Und wir dürfen es nicht. So. Naja. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Schauen wir einfach mal. Wir sehen uns morgen.